Fella, jetzt hätte ich... Boah. Okay, das war gut. Wir haben hier Grüne. Das heißt, ich mache mal die Effizienz als nächstes erhoben. Hier brauche ich 25, wenn ich mich nicht irre, für den Blauen. Einfach damit ich hier schneller durchkomme. Wäre das nicht schlimm. Ja, das wäre sehr schlau, wenn ich es mache. Okay, jetzt ist es definitiv blau. Gehen wir zurück. Reicht das? Ah. 25, wie gesagt. Das heißt noch 5 weitere, bis ich bei Blau bin. 5 weitere, bis ich die Effizienz erhöhen kann. Oh, ich glaube, ich kann das gar nicht. Weil hier keine 5 Blauen sind mehr, ne? Nein, sind nicht mehr. Schade. Aber ey, Mine haben wir jetzt auch. Hier sollten wir die 5 Stück kriegen. Sogar ohne Probleme. Sag ich doch. Okay. Hier, Upgrade. Wie groß ist die eigentlich? Das ist eine kleine. Okay, die haben wir in einen Rutsch jetzt. Dann ist ja. Die pulverisieren sich. Zack, 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 zack. Okay, was kriegen wir? Boreffizienz und Bewegungsgeschwindigkeit. Mega. Genau das habe ich gebraucht. Zack, und schon sind wir durch. Nebenbei, ja genau, ich habe beide. Super, also wenn wir den Boss jetzt schaffen, dann sind wir wirklich gut unterwegs. Okay, ich nehme mal das Maschinengewehr. Einfach um ein bisschen rumzuschießen, solange kein Gegner da ist. Weil da werden sich die zwei Wellen wahrscheinlich wieder überlappen. Höchstwahrscheinlich. Ja. Definitiv. Der eine macht seine Drohne. Perfekt.
muss ich ganz schnell die nächste Mine finden. Ich würde gerne nochmal meine Waffe ein bisschen upgraden, bevor der Boss kommt. Und am besten ihn nochmal heilen. Also eine grüne Mine wäre jetzt... Ah, schade. Grüne wäre wesentlich besser gewesen. Okay. Statt das abzugraden, würde ich wirklich gerne hier Sprengschatten mit der Munition verstreuen. Naja. Habe ich wirklich eine großartige andere Wahl. Ich muss einfach weitermachen. Und gucken, was ich hier alles kriege. Nun versuche ich alles kaputt zu machen, damit ich möglichst viele Punkte bekomme für den nächsten Run. Nächstes würde ich gerne meine Spinne ein bisschen schneller machen. Und eigentlich die Kapazität, was ich einsaugen kann. Und die zwei Sachen wären für mich als nächstes am wichtigsten. Okay. Verstreut bei der Explosion Submunition. Und dass er weniger streut, Nachladegeschwindigkeit schneller. Ja. Ja, doch, dass er ein bisschen genauer ist. Ich einfach nach unten, falls der Gegner kommt. Ob es jetzt sinnvoll ist, ist was anderes, aber es schadet auf jeden Fall nicht. Sehr gut. Okay, in den 2 Minuten schaffe ich es vielleicht, die Mine fertig zu machen. Vielleicht. Okay, hier würden wir eine neue Waffe finden. Holen wir uns sie. Allein damit ich weiß, was für eine Waffe das ist. Okay, das ist... Schrotflinte. Mit hoher Streuung, geringer Feuerrate, aus nächster Nähe äußerst effizient. Naja, boah, ich bin kein Fan von Schrotflinten. Ich bin halt wirklich überhaupt kein Fan von Schrotflinten. Das ist es. Finde ich noch eine Mine? Ja, finde ich. Komm schon, grün. Bitte sei grün. Super. Okay, mit grün kann ich nicht mehr heilen. Also definitiv hier alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Okay, ganz schnell. Komm schon. Letzten paar Sekunden will ich. Würde ich gern noch Sachen finden. Okay, jetzt lohnt es sich nicht mehr zurückzugehen. Okay, es wäre nur eine kleine Mine sogar gewesen. Okay, versteuert bei der Explosion Submunition. Und heilen. Jetzt hätte ich gerne noch die 18 Stück gehabt. Boah, mega.
Okay, nochmal ein bisschen heilen. Heilen. Mehr kann ich leider nicht. Warum greift der denn nicht an? Ah, das ist ärgerlich. Okay, ich hätte meine Geschwindigkeit erhöhen sollen, damit ich die Angriffe vielleicht... Oh, der erste ist kaputt. Was, ich hab's geschafft? Oh, überleben. Ich hab's echt geschafft. Was ist nicht? Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht, dass ich den überlebe. Okay, in 20 Minuten kommt dann wahrscheinlich noch einer. Und sehr viel so lange überleben. Wenn ja, dann haben wir auf jeden Fall sehr viele von den Punkten. Oh, was ist hier? Blaupause gefunden, Tiefenscanner. Okay, wir haben die Verbesserung für den Scanner, den wir haben, gefunden. Ich hätte gern was anderes gehabt, um zu wissen, was noch alles gibt. Aber hey, besser als nichts. Okay, was finden wir hier? Normales. Okay, erstmal nach oben alles. Und wie schnell das geht. Das ist einfach... Zack, 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 zack. Das ist mega. Die nächste Fähigkeit und oh, ich hätte müssen besser aufpassen sollen. Oh Gott, jetzt nehme ich glaube ich viel Schaden, oder? Okay, was kriegen wir? Die Ladestation. Ja, die finde ich jetzt nicht so fantastisch. Besser als nichts. Komm schon. Das ist langsam. Das ist wirklich... sehr langsam. Aber ich kann... Okay, erstmal hier Nachladegeschwindigkeit von dem Teil hier. Die Schrotflinte, Ladestation. Na, darum kümmere ich mich noch nicht. Als nächstes möchte ich gern das und das hier upgraden. Damit mein Bombenwerfer besser ist. Mehr Schaden und Rotationsgeschwindigkeit. Sprengbereich und Schaden durch Submunition. Okay, mit der Geschwindigkeit wäre auch nicht schlecht. Okay, gucken wir erstmal, wie weit das hier alles noch geht. Okay, ich bin eigentlich wieder voll. Mich freut's mega, dass ich das mit dem Boss geschafft habe, ohne Witz. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so langsam bin. Aber auf jeden Fall, das nächste Upgrade muss mit der Spinne sein. Ich hätte viel weniger Schaden genommen, hätte ich sein Zeug ausweichen können. Okay, nehmen wir mal alles mit. Langsam habe ich den Dreh raus, wie ich das mache. Okay. Das kann ich nicht upgraden. Ich könnte meine Effizienz aber verbessern. Okay, ich guck mal, was für Gegner kommen jetzt. Oh, zu weit. Ich hätte nicht gedacht, dass hier noch ein...
noch eine Mine kommt. Was ist das denn? Hallo, ich bin Ben. Hallo, ich bin auch Ben. Auch Ben? Was für ein seltsamer Name. Bist du Ausländer? Stranger in a Stranger Land. Okay. Hier mehr ist da nichts. Seltsam. Was ist das? Okay, ich... Sprengschaden. Sowas von Sprengschaden und Rotationsgeschwindigkeit. Halleluja, was ist das? Sehr gut. Ich nehme mal das, damit ich da ein paar einzelne Dinge besiegen kann. Sehr gut. Ach. Okay, weil die Grünen sind sowieso gut, weil sie mich heilen. Das nächste Mal, wenn ich 45... von den blauen habe, verbessere ich meine Effizienz bei ihm. Bei meinen. Deckung der Blöcke. Eine Bohreffizienz. Und ich bin wieder voll. Nehmen wir mal einen Teil wieder mit. Ja, sehr gut. Und ich habe erstmal 21. Bis zu meinen 45 fehlen mir noch ein Stück. Noch ein gutes Stück. Okay, ich bin voll, aber ich habe das gefunden. Das heißt, wir bekommen irgendwas Neues wieder. Ich bin sehr gespannt, was. Okay, was kriegen wir hier? Eine Bombe. Okay, ja. Na, die Bombe fand ich jetzt persönlich nicht so toll. Aber ey, besser als nichts. Ja, kannst hier unten explodieren, während ich hier weitergehe. Oben ist die Gegnerwelle kommt. Da habe ich nicht aufgepasst. War nicht so schlau. Erstmal aus, damit ich den da oben treffen kann. Die zwei Schüsse, dann ist der tot mit dem. Ist nicht schlecht. Okay, Raketen. Perfekt. Und bei mir hat nur noch ein blauer gefehlt. Hätte ich den Upgrade kaufen können. Den gucke ich. Ja, hier ist es. Deswegen nehme ich das mal kurz mit. Hau wieder mal oben ab. Und ganz ehrlich. Hier, Effizienz erhöhen. Zack. Mit der Geschwindigkeit wäre auch nicht schlecht. Den nehme ich vielleicht dann auch noch mit. Aber erstmal. Ja, guck. Jetzt geht's wieder viel schneller. Das war ein gutes Upgrade. Wir haben mittlerweile richtig viele von diesen Grünen. Das heißt, es hat sich eigentlich richtig gelohnt, das zu machen. Okay, schnell hier rein. Abgeben. Wir waren ja wieder fast voll und jetzt ganz schnell nach vorne wieder. Okay, nach oben ist am besten, weil dann fallen alle Ressourcen nach hinten.
gibt's eine große Mine. Ja, ich glaube echt, dass es eine große Mine ist. Das ist jetzt gut und schlecht. Gut, weil ich viele Ressourcen kriege. Schlecht, weil es ewig dauert, bis ich dahin gelaufen bin. Also als nächstes definitiv meine Geschwindigkeit upgraden. Ich habe jetzt alles darunter geschossen. Das war sehr schlau von mir. Okay. Hier die Geschwindigkeit erhöhen. Der Rest geht nicht, dafür brauche ich dieses neue Material. Die beiden wären als nächstes nicht schlecht. Ja. Ich gehe definitiv nach oben. Ich habe gemerkt, wenn ich ein bisschen bewege und ein bisschen ausweiche, ist das gar nicht mal so schlecht. So kann ich ein bisschen ausweichen. Schadet nicht. Jetzt kann ich mich, glaube ich, wieder verbinden. Ich glaube, das ist der letzte. Ah, nicht der letzte Schaden. Ja, die kann ich ja nicht verbinden. Perfekt. Okay, upgraden. Wie gesagt, hier nicht. Maschinengewehr auch nicht. Hier kann ich leider auch nichts von meinem Kumpel, aber mein Bombenwerfer. Okay, wir sind jetzt wirklich gut unterwegs. Deswegen, ich sammle jetzt erstmal ein, was ich hier so mitgenommen habe. Gib das ab, gehe nochmal tief rein und sehe, was das alles für uns hat. Okay, ganz schnell, komm. Schaffen wir. Wir waren vorher nach oben, also gehen wir diesmal seitlich. Ja, nebenbei, wir haben schon 12.000 fast von den Punkten. Das ist sehr, 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 sehr gut. Okay, die Mine ist leer. Wir müssen jetzt weiter nach unten. Ich hoffe, ich finde noch eine Mine, wo ich diese von den schwarzen Kugeln welche bekomme. Zack, nach unten. Perfekt, noch eine Mine. Okay, was haben wir hier? Wieder nur so eine schnelle Mine. Okay, und so stellt sich heraus, und es besteht kein Zweifel, dass die Mauer tatsächlich von... Die haben nur abgebrochene Informationen für uns, aber vielleicht finden wir sie ja noch raus. Oh, nicht gut. Weiter unten ist nochmal Nebel, das heißt eine Zwischen. Zwischenwelt, sag ich mal. Ein Zwischenkampf. Kreuzt sich wieder mit unserer Welle. Fällt mir jetzt nicht so sehr, aber... Schlimmeres. Okay, jetzt sind wir in der Feuerwelt.